Hallo, mein Name ist Merle. Willkommen beim Kid Talk mit einem Wissenschaftler. Ich arbeite im BayCom, dem Communication Center von Bayer in Leverkusen. Und ihr seht mich hier mit meinem Sohn Ben, der in die 5. Klasse geht. Und heute wird Ben einen Wissenschaftler von Bayer interviewen. Es geht um das Thema Medikamente. Ihr wart sicherlich schon mal krank, wart froh, dass der Arzt ein Medikament für euch hatte. Aber wie lange dauert das eigentlich, ein Medikament herzustellen? Warum braucht man Chemie? Warum braucht man Computer? All das sind Fragen, die Ben jetzt Professor Dr. Alexander Hillisch stellen wird. Hallo Alexander. Hallo, grüß euch. Hallo Grüße Ben. zurück. Ja. Hallo Alexander, kannst du uns erklären, wie deine Arbeit im Bereich computergestützte Medikamentenforschung aussieht? Ja, Ben, gerne tue ich das. In dem Bereich computergestützte Medikamentenforschung nutzen wir Computer, um neue Startpunkte für Wirkstoffe zu entwickeln. Und arbeiten sehr eng zusammen mit Chemikern, mit Medizinalchemikern, die unsere Vorschläge aufgreifen und im Labor in wirkliche Wirkstoffkandidaten übersetzen, indem sie die Substanzen dort herstellen. Gegen welche Krankheiten werden die Medikamente, an denen du mitgearbeitet hast, eingesetzt? Ich arbeite hauptsächlich an kardiovaskulären Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du ein schwaches Herz hast, dass wir nach neuen Medikamenten suchen, um das schwache Herz wieder auf Vordermann zu bringen. Du kannst dir vorstellen, dass wir zum Beispiel gegen Thrombosen neue Medikamente entwickeln. Thrombosen sind kleine Blutgerinnsel, die sich in der Blutbahn festsetzen und schwere Erkrankungen auslösen. Warum dauert es so lange, bis ein neues Medikament entwickelt ist? Insgesamt dauert es etwa 12 bis 15 Jahre, um von einer Idee bis hin zu einem Wirkstoff, zu einem neuen zu gelangen, der in der Apotheke verkauft werden kann und an den Patienten gebracht werden kann. Also länger als du alt bist. Wann wusstest du, dass du Wissenschaftler werden möchtest und was magst du an deinem Beruf am meisten? Also, als ich so alt war wie du, wollte ich mal Archäologe werden. Und dann habe ich mich mit Archäologie beschäftigt, habe mir gedacht, oh ja, das ist immer nur nach hinten gedacht und eigentlich kann man damit nichts Neues machen. Und dann habe ich mich eigentlich interessiert für Biologie und für Medizin und irgendwie bin ich dann drauf gekommen, es wäre doch ganz klasse, irgendwas zu machen zwischen Medizin und Chemie. Und dann bin ich auf die Pharmazie gekommen und habe dann Pharmazie studiert und zu dem Zeitpunkt wusste ich dann schon, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ich möchte mal in die Forschung gehen. Ich möchte mal neue Medikamente entwickeln. Du arbeitest nicht nur für Bayer, du unterrichtest auch an der Universität. Gibt es noch andere Projekte, an denen du arbeitest? Ja, ich versuche mein Wissen Studenten weiterzugeben. Das mache ich an der Universität in Köln, wo du ja auch wohnst. Und das macht mir viel Spaß, dieses Wissen weiterzugeben und mit Studenten mich auszutauschen. Ich bekomme da auch immer wieder ganz tolle Fragen, und das macht wirklich Spaß, mit Studenten zu arbeiten. Ja, jetzt vor einigen Wochen bin ich ins Homeoffice geschickt worden und da haben wir uns alle gedacht, naja, was könnten wir denn tun, um Corona zu bekämpfen? Wir haben, wie gesagt, eine Menge Wissen angesammelt, wie man neue Wirkstoffe entwickeln könnte. Und daraufhin haben wir geguckt, was könnten wir tun? Und sind dann einer großen europäischen Initiative beigetreten, mit mehreren hundert Wissenschaftlern und 36 Pharmafirmen und Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben. Und seitdem nutzen wir unser Know-how, unser Wissen, um neue Wirkstoffe gegen Corona zu entwickeln. Wir werden das wahrscheinlich für ein paar Wochen sehr intensiv tun und hoffen dann, einen Kooperationspartner zu finden, der diese Ideen aufgreifen kann und weiterentwickeln kann. Wird es jemals ein Medikament geben, das die Menschheit unsterblich macht? Oh, das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das gibt. Vielen Dank, Alexander. Es war cool und super interessant, heute etwas über deine Arbeit und die Arbeit des Teams zu erfahren. Vielen Dank, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast und es so lebendig dargestellt hast.
Toi, 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 wir drücken die Daumen, dass ihr gut vorankommt mit all euren Projekten. Und ja, vielen Dank von unserer Seite und vielleicht sehen wir uns alsbald im Balkon mal wieder. Dankeschön, euch beiden. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Danke, tschüss.